Der Meisterpokal bleibt in München. Die Basketballer des FC Bayern sind auch 2019 das beste Team der Basketball-Bundesliga und gewinnen verdient die deutsche Meisterschaft. Schon während die letzten Sekunden im dritten Finalspiel laufen, fiebern die Münchner der Schlusssirene entgegen. Vor 6.500 Zuschauern im ausverkauften Audidom beginnt die Meisterfeier nach dem 93-88 Erfolg in der Verlängerung. Den Titel haben sich die Bayern in bravouröser Art und Weise gesichert. Schon in der Hauptrunde überzeugen die Roten Riesen, verlieren von 43 Spielen nur 3. In den Playoffs setzen sie noch einen drauf. Ohne eine Niederlage stürmen die Bayern zur Meisterschaft, gewinnen jede Runde im Schnelldurchgang mit jeweils 3 Siegen. FC Bayern-Rekordspieler Nihat Čedović wird zum MVP, zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Bester Werfer im entscheidenden Finalspiel ist mit 23 Punkten der überragende Leader Wladimir Lucic. Der alte Meister ist auch der neue. Und wie heißt es doch, eine gute Mannschaft gewinnt den Titel, aber ein wahrer Champion verteidigt ihn.